Wir haben kein Intro gemacht. Oh damn. Neuer Tag, Project Wellbeing, Workout Nummer 3 diese Woche. Let's go.
That's it for the day, baby. Donnerstag ist fertig. Wir fatzen jetzt. Heute Abend haben wir noch viel vor, deswegen gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Schöne Runde, hydraten. Dann geht's weiter. Muss das reinwerfen? Alright, wir sind auf dem Weg zum Summer League Game in der UNLV Basketball Arena. Ich weiß gar nicht, wer heute spielt, aber wir wurden eingeladen von Wilson, dem Basketballmaker, uns das Spiel anzuschauen. Und danach dürfen wir aufs Feld gehen und ein paar Körbe werfen. Das heißt, Philipp und ich versuchen vielleicht ein kleines One-on-One reinzukriegen, bevor die anfangen mit dem Pickup Game. Let's go! So, hallo Leute, wir sind jetzt da, wir packen gerade und dann geht's rein in die Halle. Ich bin mal gespannt, ich bin ja sehr Basketball interessiert. Ich war diesen Winter das erste Mal auf einem NBA-Spiel und jetzt direkt im Sommer nochmal in die Summer League mitzubekommen, weil ist halt richtig geil. Ich kann die Kamera leider nicht mit reinnehmen, das bedeutet, wir vloggen einfach auf dem iPhone da drin. Und ja, wir schauen. Here we go. Warst du schon mal auf einem Summer League Game? Nee, Mann, ich war noch nie auf einem Summer League Game. Erstes Mal allgemein hier bei UNLV, seitdem ich hier in Vegas bin. Wir fahren jetzt rein. UNLV, was ist das? University of Nevada Las Vegas? Ja. Ich habe den Schedule gecheckt, habe aber leider vergessen, weil es waren noch drei Spiele um 6 und um 6.30 Uhr eins. Okay. Ich weiß, Portland spielt. Naja, mal gucken, mal gucken. Wo sitzen wir eigentlich? Hast du, weißt du, was für Tickets das sind? General Seating. Okay. Und danach geht's wohin? Da haben wir ja was gefragt. Genau, danach geht's aufs Feld. Ein bisschen shooten, bevor die ein Celebrity Pickup Games haben. Und jetzt so close zum Camp zockt natürlich nicht selber. Aber vielleicht können Philipp und ich ein bisschen Horse Talken auf dem Feld, bis es losgeht. Sonst ziehe ich mein Jakob Johnson Kostüm an. Und spiel selber ja, genau. Den Celebrity Pickup Game. Wir sind auf jeden Fall prepared, das kann man mal kurz zeigen. Ja, Mann. Okay, Jakob ist prepared. Ich bin prepared. Wenn wir eingeladen werden zum Spielen, dann spielen wir. So, ich habe hier meinen Smoothie. Jakob und Britney sind auch da. Gerade Halbzeit, wir schauen Rockets gegen Trailblazers. Auf jeden Fall sehr spannend, wir in dem Stadion beim Rumlaufen sieht man Haufen NBA-Spieler auf den anderen Teams, die sich gerade das Spiel anschauen. Das ist echt cool. Noch an das Shoot-Video erinnern. Jetzt mal schauen, ob es das Shoot wie LeBron auch. Oder ob die eher so Brick-mäßig kommen. Ja, das liegt an den Schuhen. Das liegt an den Schuhen, das heißt, mit den Stats. Komm. Digga. Alright. Was sagst du so zu Basketball generell? Basketball generell, von finanziellen Seite her, sehr geil als Spieler. Für mich persönlich, ich war, glaube ich, auf jedem Basketballteam, wo ich war, war immer klar, dass ich im Herzen Footballspieler bin. Footballspieler, die Basketball zocken, zeichnen sich dadurch aus, dass wir sehr aggressiv Rebounds holen, sehr gute Screens stellen und generell so vom Field eher so 0 und 17 schießen. Aber ja, mal sehen, wie es heute läuft. Ich glaube, ein paar Jahre sind ins Land gegangen. Ich habe meine neuen LeBrons an. Das heißt, vielleicht kommt der Shot doch. So, jetzt sitzen wir in der Section und warten.
wurden reingeholt. Hinten sitzen nur Leute, die bei diesem Game mitzocken können. Hier ist gerade das vierte Quarter am Laufen. Das Game ist gleich vorbei, dann wird die Halle geklärt und dann sollte hier nochmal irgendwas starten. Got in your bag, come see me after I stop talking. And if you have, there are two pipe and drape areas off to the side that you can change. We ask that you put on. Okay, wann geht's zum Draft? Chill. Du hast mal Ball. Okay, du bist jetzt on the spot. Wir wollen Bucket sehen. Bucket von Jakob Johnson. There you go. He called game on you. That's it, bro. Yeah, that's game. That's it. Thank you. Good to have it. Two rebounds, 10, bro. That's it. Ein Pickup game, you melted. Aber this conditioning in Florida sah tough aus. Ich sehe, du hast Kondition. Ja, bro, die Basketball-Condition ist halt anders, bro. Also, schaut an die Jungs, die es hier wirklich machen. Das ist schon anders. Das sind halt auch andere Reize. Ja. Ein mentaler Stress. Du weißt nicht genau, was du tun sollst. Ja, ja, bro. Das ist wie ein Fisch aus dem Wasser. Ich bleib beim Football. Safe. Das ist das Ende vom Video. Das ist das Ende von unserem Tag. Das Charity Game war Hammer. Ich habe ein bisschen gespielt. Philipp hat gescored. Props an Phil. Ja, war ein guter Tag. Danke für die Einladung an Wilson. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, like, comment, subscribe. Sagt uns, was ihr sonst noch sehen wollt. That's it. Peace. Alright. I heard you. See you later. It was good, yeah. But why don't you just get your occasional Alfredo? Why? You want some of that? I would eat a couple bites. Okay. Why are you hanging up on me? Because I gotta focus on driving, man. Oh. Bye. Love you. Bye.